Hallo ihr Lieben, ich bin heute wieder da und habe euch eine Karte mitgebracht und passend halt eine Technik, und zwar die Maskiertechnik. Einige von euch werden die mit Sicherheit schon kennen und ich hoffe, es gefällt euch. Es ist relativ simpel. Was ihr braucht, ist letztlich ein Post-it, also ein wie diese hier. Dann braucht ihr ein passendes Stempelset. Ich habe hier das Stempelset Garden in Blumen genommen. Ich zeige euch das einmal. Das ist dieses. Und habe mir hier schon meine Blümchen zurechtgelegt, sodass wir direkt starten können. Das Besondere ist, dass ich einmal ein Post-it für den Schmetterling und einmal für die Blüte habe. Das heißt, ihr stempelt euch einmal euer Motiv auf ein Post-it, dann schneidet ihr es rundherum heraus, sodass ihr maskieren könnt. Das zeige ich euch jetzt. Dann sind wir soweit fertig mit der Maskiertechnik an sich. Ihr seht, dass die Sachen jetzt so übereinander sind, ohne dass ihr da die Striche habt. Das ist halt das Besondere an der Maskiertechnik. Und jetzt legen wir auch los und malen das Ganze an. Als Farben habe ich hier angefangen mit Limette und Farngrün für die Blüten, Entschuldigung, nicht für die Blüten, sondern für die Blätter. Habe für die Blüten Pfirsichpur und Calypso genommen. Für den Schmetterling habe ich Bermuda-Blau und Smaragdgrün genommen. Und dann habe ich noch hier so eine leichte Umrandung mit Aquamarin und Schiefergrau genommen. Bitte nicht wundern, ich lasse jetzt gleich den Zeitraffer durchlaufen und versuche euch jetzt noch ein bisschen näher dran zu holen, damit ihr das besser sehen könnt. Ich hoffe, das klappt, und dann hören wir uns gleich wieder.
Fertig ist die Karte soweit. Was wir jetzt gleich noch machen, ist, wir machen hier noch Wink of Stella drauf für die beiden Schmetterlinge. Ich versuche euch das mal bei dem hier zu zeigen. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Hier kann man es, glaube ich, ganz gut sehen. Ja, und die mache ich auch hier drauf, aber erstmal kleben wir die Karte fest. Entschuldigung. Bei meiner habe ich Anthrazitgrau als Hintergrund gehabt. Hier habe ich gedacht, nehme ich jetzt mal einfach grünbraun. Das ist dann nicht ganz so viel. Ich zoome aber erstmal wieder aus. Eine Sekunde. So, dann könnt ihr ein bisschen besser sehen. Jetzt wackelt es leider ein bisschen. So, also wir kleben das Ganze fest. Ihr könnt hier natürlich auch Fast Fuse nehmen oder Snail, was immer ihr gerade zu Hause habt, zum Kleben. So, dann kleben wir das Ganze noch an die Karte. Drehen wir einmal so und fertig ist die Karte. Dann habe ich hier noch den Wink of Stella, mit dem gehe ich jetzt hier noch drüber. Einfach nur so ein bisschen in der Mitte, wo es dunkler ist. Ich versuche euch das nochmal zu zeigen. Ich weiß nicht, ob er das aufnimmt. Da könnt ihr es, glaube ich, ganz gut sehen. Und damit ist die Karte schon fertig und ihr habt die Maskiertechnik kennengelernt. Wirklich ganz simpel mit einem Post-it erledigt. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag und bis bald. Tschüss!